Nach 4 sieglosen Spielen findet der FC Bayern langsam zurück in die Spur. Nach dem überzeugenden 3:1 Auswärtssieg gegen den VfL Wolfsburg in der Bundesliga feierten die Münchner auch in der Champions League einen Sieg. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Beim 2:0 Erfolg bei AEK Athen in Griechenland konnte sich vor allem Nationalspieler Serge Gnabry aufdrängen. Als vermeintlicher Backup verpflichtet, mausert er sich immer mehr zu einem ernsthaften Kandidaten für die erste Elf. Alles, was beim FC Bayern München am heutigen Donnerstag wichtig ist, erfahrt ihr an dieser Stelle. Pep Guardiola: Darum wollte ich dem FC Bayern München beinahe wieder absagen. Pep Guardiola von Manchester City hat in seiner Karriere bereits erfolgreiche Jahre als Trainer beim FC Barcelona und beim FC Bayern München verbracht, doch er hätte dem deutschen Rekordmeister trotz vorhergehender Einigung beinahe wieder abgesagt. Als ich den Vertrag mit Bayern München unterschrieben hatte, begann ich damit, Deutsch zu lernen. Es war so kompliziert, erklärte der Katalane in einem Podcast der BBC. Ich habe 3 oder 4 Stunden jeden Morgen die Grammatik gelernt und nach 2 Monaten dachte ich, dass ich anrufen und den Vertrag auflösen müsste. Es ist so schwer für Kinder, wie soll es da für einen 41-Jährigen sein? Aber ich blieb hart, sagte er. Carlo Ancelotti stichelt gegen FC Bayern: Haben immer noch dieselben Probleme wie vor einem Jahr. Carlo Ancelotti vom SSC Neapel hat eine Spitze gegen den FC Bayern München geliefert. Beim FC Bayern hat sich nicht so viel geändert, sagte er bei der Pressekonferenz. Angesprochen auf die Veränderungen von PSG seit dem schicksalshaften Spiel im September 2017, das zur Entlassung von Ancelotti führte, meinte der Italiener: Es hat sich viel geändert. PSG hat jetzt einen neuen Coach. Dank Fitnessraum und Selbstvertrauen, Serge Gnabry überzeugt beim FC Bayern. Dank Fitnesstraining mit Arjen Robben und einer gehörigen Portion Selbstvertrauen gehört Serge Gnabry aktuell zu den Lichtblicken beim FC Bayern. Speziell beim Sieg gegen AEK Athen zeigte der Nationalspieler eine starke Leistung. Wir haben seine Entwicklung genauer unter die Lupe genommen. Ex-Nationalspieler Philipp Lahm rechtfertigt seine Kritik am FC Bayern: Ich bin nur ehrlich, Philipp Lahm hat sich im Gespräch mit der Bild über seine öffentliche Kritik am FC Bayern München geäußert. Ich mache nichts berechnend. Ich bin nur ehrlich, sagte der Ex-Profi. Für ihn sei Ehrlichkeit auch im Profigeschäft stets ein wichtiger Faktor gewesen. Ich werde immer so sein. Ich werde meine Meinung auch immer öffentlich kundtun. Ich stelle einfach Dinge zur Verfügung, um darüber zu diskutieren. FC Bayern Sieg bei AEK Athen, das Ende von Thomas Müller spielt immer. Hans-Jörg Butsch stand damals im Herbst 2010 gegen Nürnberg im Tor. Daniel Pranjic verteidigte links. Die Doppel-6 bildeten Anatoli Timoschuk und Andreas Ottel. Auf der Bank saß Trainer Louis van Gaal und ein paar Plätze neben ihm Thomas Müller. Tatsächlich. Der Müller, der laut Van Gaal eigentlich immer spielt, saß nur auf der Bank. Und weil Van Gaal auch am Wochenende zuvor bei Borussia Mönchengladbach nicht auf Van Gaal gehört hatte, stand Müller somit beim zweiten Pflichtspiel in Folge nicht in der Startelf. Ein Umstand, der sich daraufhin fast 8 Jahre lang nicht wiederholen sollte. Eingetreten ist er erst, als wie damals Van Gaal erneut ein Trainer nicht auf sich selbst hörte. Van Gaals Nachfolger, nämlich Niko Kovac. Unter ihm war es in der laufenden Saison bekanntlich so, dass es als Bayern-Spieler von gewissem Rang ob seines Rotationstriebs und der gleichzeitigen Kleinheit des Kaders praktisch unmöglich war, in 2 Pflichtspielen hintereinander nicht in der Startelf zu stehen. Den kompletten Text findet ihr hier. Stimmen zum Sieg des FC Bayern gegen AEK Athen: Die Kunst ist es, ruhig zu bleiben. Der FC Bayern hat sich am 3. Spieltag der Champions League Gruppenphase mit 2:0 bei AEK Athen durchgesetzt.
dank des zweiten Dreiers in Serie ist den Münchnern somit ein Befreiungsschlag aus der Krise gelungen. Wir haben die wichtigsten Stimmen zum Spiel für euch zusammengefasst. Einzelkritik: Bayern-Trio bei Sieg in Athen stark, Arjen Robben fällt ab. 3 Tage nach dem 3:1-Erfolg beim VfL Wolfsburg findet der FC Bayern auch in der Champions League wieder in die Spur. In Athen schlagen die Münchner AEK mit 2:0, dabei reichen dem deutschen Rekordmeister 2 starke Minuten, in denen Javi Martinez und Robert Lewandowski 3 Punkte herausschossen. Ein Trio überzeugt auf Seiten der Bayern, ganz besonders Arjen Robben fällt etwas ab. Der Spielbericht: Bayern München müht sich zum Sieg in Athen. Ein Doppelschlag von Javi Martinez und Robert Lewandowski binnen 2 Minuten hat Bayern München das nächste wichtige Erfolgserlebnis verschafft. Mittelfeldkämpfer Martinez 61. in Kung-Fu-Manier und Torjäger Lewandowski 63. brachten den deutschen Rekordmeister beim 2:0 in der Champions League bei AEK Athen nach einer Stunde einfallsloser Quälerei in die Spur. FC Bayern News: Sie haben ihr Pulver verschossen. Ex-Nationalspieler Steffen Freund 48 sieht nach dem verbalen Rundumschlag der Bayern-Chefs Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß am vergangenen Freitag Probleme, auf den deutschen Rekordmeister aus München zu kommen. Die Bayern werden noch einmal in eine Krise kommen und dann haben sie ihr Pulver bereits verschossen. Was wollen sie machen, wenn es wieder mal nicht läuft? Sie in der Champions League nicht weit kommen, sagte Freund bei 100% Bundesliga Fußball bei Nitro. Es ist relativ früh in der Saison und mehr können sie nicht machen. Der Europameister von 1996 hat eine Doppelmoral beim FC Bayern ausgemacht. Immerhin sei durch das 3:1 in Wolfsburg der Negativtrend vorerst gestoppt worden. Sie haben bewirken wollen, dass die Mannschaft reagiert, das haben sie geschafft. FC Bayern: Niklas Süle mausert sich zum Innenverteidiger Nummer 1, während seine beiden Innenverteidigerkollegen mit Kritik bedacht werden. Mausert sich Niklas Süle zur Nummer 1 in der Bayern-Defensive? Abgesehen von der generellen Kritik an der medialen Berichterstattung UA. Widerlich, sowie der spezifischen einer Leistung des ehemaligen Angestellten Juan Bernat Scheißdreck. Im vergangenen April ging es dem Führungsduo des FC Bayern München zuzüglich Sportdirektor Hasan Salihamidzic bei der denkwürdigen Pressekonferenz am vergangenen Freitag bekanntlich auch um die Verteidigung der eigenen Spieler. In diesem Zuge sah sich der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge genötigt, Boateng und Hummels zu schützen. Wenn ich über unsere beiden Innenverteidiger Jerome Boateng und Mats Hummels, Altherren Fußballer, lesen muss, dann kann ich nur mehr eines sagen: Geht's eigentlich noch? Was auch immer ging oder auch nicht, unerwähnt blieb bei Rummeniges Verteidigungsplädoyer im doppelten Sinne der dritte namhafte Innenverteidiger des Clubs, Niklas Süle. Es lag vermutlich daran, dass Rummenigge, anders als über Boateng und Hummels, über Süle nichts lesen musste, was er nicht wollte. Was seinerseits daran liegen könnte, dass es bei ihm anders als bei den beiden anderen einfach keinen Anlass zur Niederschrift von Worten gab, die Rummenigge nicht lesen wollte. Weiterlesen? Dann einfach hier klicken und ihr gelangt zum kompletten Text mit dem Titel: Niklas Süle beim FC Bayern München, Markteroberung mit offenen Schnürsenkeln. FC Bayern beobachtet offenbar Nabil Fekir. Der FC Bayern München hat offenbar Interesse an Nabil Fekir von Olympique Lyon. Er berichtet der Kicker. Demnach soll Chef-Scout Laurent Brassard den französischen Weltmeister Anfang Oktober bei einer Partie vor Ort beobachtet haben. FCB-Legende Breitner kritisiert PK der Bayern-Bosse, deprimiert. Der frühere Nationalspieler Paul Breitner ist nach der viel diskutierten Pressekonferenz der Bosse von Bayern München fassungslos. Ich bin nach wie vor deprimiert, weil ich mir nie vorstellen konnte in 48 Jahren, die ich mit oder am Rande des FC Bayern lebe, dass sich dieser Verein diese Blöße gibt. Dass er diese Schwäche zeigt, sagte Breitner bei Blickpunkt Sport im Bayerischen Rundfunk.
Dem Weltmeister von 1974 stieß vor allem der Auftritt seines Freundes Uli Hoeneß am vergangenen Freitag sauer auf. Karl-Heinz Rummenigge kommt vorbereitet da rein, bringt das Grundgesetz vor und 10 Minuten später tritt er neben ihm dieses Grundgesetz mit Füßen, sagte er. Verbalattacke auf Bernhard Starke verteidigt Hoeneß, dem Starke glaubt, dass Uli Hoeneß bei dessen Aussagen über den ehemaligen Bayern-Spieler Juan Bernhard falsch verstanden worden ist. Der ehemalige Keeper und aktuelle Torwartkoordinator des Nachwuchsleistungszentrums des FC Bayern verteidigte Hoeneß. Uli Hoeneß ist bei dieser Aussage ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt worden, sagte Starke gegenüber Emerson. Ich glaube, seine Intention war es nicht, sich gegen Juan Bernhard zu äußern, sondern Stellung zu nehmen zur Kritik an der Personalpolitik des Vereins. Juan Bernhard reagiert auf Kritik von Bayern-Präsident Hoeneß. Den spanischen Linksverteidiger Juan Bernhard lässt die harsche Kritik von Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß kalt. Ja, ich habe davon gehört, aber ich habe darüber nichts zu sagen. Mir wurde schon als Kind beigebracht, dankbar zu sein, sagte der 25-Jährige von Paris Saint-Germain nach dem 5:0-Erfolg am Samstag gegen SC Amiens. Hoeneß hatte am Freitag den im Sommer nach Paris transferierten Bernhard angegriffen und diesen bescheinigt, im Champions-League-Spiel beim FC Sevilla 2:1 in der vergangenen Saison einen Scheißdreck gespielt zu haben. Danach sei die Entscheidung gefallen, den Iberer am Ende der Spielzeit abzugeben. Bernhard war in diesem Match der Königsklasse zur Halbzeit ausgewechselt worden. Mehr zum FC Bayern München.